Herzlich willkommen zu einem weiteren Match in der FIFA 19 Karriere. Hier geht es daheim gegen Burnley los. Grüß euch. Enning ist auch wieder mit dabei, einige Folgen, und er möchte mir was erzählen. Oder uns allen. Ich habe Weil er streamt ja nebenbei. begonnen, die Mannschaften anzustellen. Ja, muss sagen, läuft ziemlich schnell. Also, ich meine, ich habe erst ein Team fertig. Aber läuft ziemlich schnell. Ja, aber so vom Spieler hin und her transferieren, das läuft einwandfrei. Habe ich mir nicht so schnell vorgestellt. Habe auch erst was eine halbe Stunde oder so erst rein investiert. Aber hätte man schon immer vorgestellt. Dortmund, pass auf. Ich tue zuerst alle wegtransferieren, was die nicht dabei sind. Was die dann steht, Mindestanzahl von 17 Spielern. Okay, gut. Habe angefangen hin zu transferieren. Erste Spieler, Bakali. Gibt es nicht. Wieso gibt's nicht? Was nicht? Gibt es nicht. Den gibt es einfach nicht in FIFA. Er spielt bei Anderlecht. Anderlecht gibt es, aber den gibt es nicht. Auch bei Anderlecht nicht? Nein. Oh mein Gott. Ja, schon Gut. einer meiner Lieblinge weg. Frage. Hat schon gut gestartet. Hast du ein Update gemacht? Noch Ja. Kader? Okay. Ja, okay. Bakali schockiert mich ein bisschen. Also gleich am Anfang ist bei mir das Update gekommen. Denke nicht, dass ich da noch mal ein extra Update machen muss. Aha, okay, das heißt, du hast das Update gemacht, was am Anfang kommt. Gut, also Ja. nicht, dass ich dann noch einmal eins mache, und so wie wir es schon Ja. einmal hatten. Ja, Ja, Bakali wieder nicht mal mehr. eine Chance von uns. Spiel gegen Venedig. Ah. Kenne ich ja schon ein bisschen. Und sonst waren alle da. Sonst alle aber bis jetzt, ja? Von Dortmund. Frankfurt habe ich auch nicht hinzugefügt. Ah, ich darf nicht vergessen, dass ich mir die Legenden noch kopiere. Also die Werte und alles. So, bei mir ist schon die 80. Minute jetzt angelangt. Da war ich jetzt noch 0 zu 0. Ich habe jetzt vorher für ein paar Spielen den Mörderauszucker wieder gehabt. Warum? Gegen Manchester City gespielt. Ja. Und mein, es war voll, ja. Es war letzter Mann. Aber der hat sich so billig fallen lassen, der Spieler. Der Jesus. Da bin ich ureskaliert, Alter, wegen der Roten. Yes! 86. Minute. Spielen St. eigentlich Pölten noch geht in Front. viele von damals mit. Ja. Weil ich habe mich ja schon in FIFA 19 festgelegt, dass ich die nehme. Yes! Hohen Bowen! 1 zu 0! Alt, aber Das ist ja noch schon gut. gegangen. Ja, du hast dich festgelegt, dass du den Kader Dass von ich ihn ja FIFA schon 19 nehme. übernimmst. Nein, Achso, und so ich habe meinst mir FIFA 19 den Kader angeschaut. Und du. Ah, jetzt habe ich okay. ihn ja wieder und hat sich nicht viel verändert. Zwei, drei Spieler. Bin gespannt auf Whisky, weil der ist ja bei dir so. So abgegangen, ja. Ja, der ist jetzt wieder Ja. da. So, Schlusspfiff. Testspiel gewonnen. Der Cup, gell? Ja, dieser Vorbereitungskampf. Ich bin gespannt wegen Stärkenänderungen, ob es einige Spieler noch gibt oder nicht dann. Gibt es die Rosse jetzt eigentlich Nicht, noch? ich habe ich nicht geschafft. Okay, dann ist ja wurscht. Werde ich eh sehen dann. Irgendwann. Noch die Woche, dann Freitag oder nächste. Na, Freitag ja nicht. So. Bin gespannt, Ivan wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Boah! Ah, Okay, ja, der war nicht schlecht. vorbei. Gut.
Oh. Alter. Danke, Farmen. Ich muss sagen, Farmen ist von FIFA 18 auf 19 gesunken. Aber was der alles rauszahlt. Schöner Aufbau, letzter Arschpass. Das gibt vermutlich eine weitere gelbe Karte. Ich weiß es nicht für wen, aber. Okay, das ist nochmal so. Na gut, da war ich euch dann. So, das Training habe ich diesmal nicht vergessen. Aber weißt du, ehrlich gesagt, dass ich mir das unabhängig davon, bevor du das gesehen hast, auch überlegt gehabt habe? Mit St. Pölten. Jetzt mache ich es natürlich nicht mehr. Ja, kannst du auch. Ist das so gut? Kurt Rago ist ja auch urabgegangen bei mir. Bei St. Pölten. Ja, generell, die haben viele Stürmer anwillig verkaufen, die haben so einen Japaner oder so. Du bist mir sehr gut gefallen. Gut, schaust du aus. Oh. Weitergehen? Ja, das. FC Thun. Die Transfers machen wir nicht zu Sorgen, sondern eher. Also die Hintransferen, sondern eher dann die Transfers generell. Ich brauche dafür immer relativ lang, weil ich das zu akribisch mache. Und ich habe gesehen, ich habe das Scheiße aufgeschrieben eigentlich. Die letzte Saison. Ich habe Uhr vergessen. Gut, dich verleihen wir mal. Das ist immer gut, dass du dann dran gegeben bist. So, hier steht es mal. Zwei gelbe Karten, Armstrong und Pilot. So, zweites Spiel gegen den FC Thun. Was sollen wir tun? Auch peinlich für Tottenham, Alter, gegen Drittligisten im Cup ausscheiden. Viertligisten. Ah ja, genau, Viertligist, genau. Collister, den habe ich eh auch gespielt. Ja. Na gut. Oh, der war Zucker. Der war Zucker. Falsch. Super Arsch. Super Arsch. Der Kohle braucht keinen Witz. Und wohin der dann? Schuss? Nein. Alter, super, Alter. Super gemacht. Was ich mir auch überlegt habe, vielleicht, dass ich den Aufsteiger nehme.
Tirol. Ja. Bendtner, du kannst dich halt nicht durchsetzen, du kriegst doch die Pässe nicht dafür. Macht nichts. Antonio betritt das Feld. Oder wird das Feld betreten, sagen wir so. Jetzt setzt sich durch, Lovicic. Okay, auch stark. Wer? Lovicic. Euer geh hin. Hammerer. Weiter. Stark. Nicht so stark. Stark. Nicht so stark. Ja, spielerisch läuft's bis zum Torabschluss. Ist noch ein bisschen Probleme. Scheiße. Hier bei St. Pölten. 1:1 hier der Ausgleich. Substitution for the home. Wieso können die alle nicht mehr? Wir haben erst Ende September, Alter, da müsst ihr durchbeißen. Coming off the pitch, number 20, Nicholas Bentner. So, das war Ende September? Entschuldigung, Dezember. Antonio. Burnley goal, number 11, Chris Wood. Dezember. Denke ich mal, Ende September ist. Da wäre noch einiges. Genau genommen 29. Yes! Guten Rutsch. Boxing Day. Und er kam, sah und schoss das Kopfballtor, Alter. Skoff! Jetzt kann ich ihn ja nennen, Skoff! Alter. Bist du deppert? Nein. Schönes Tor. Armbiegel. Ja, der ist nicht schlecht gewesen. Von der Euphorie her und so weiter wäre natürlich der Lask auch geil zu nehmen. Ja, WRC oder so oder auch, ja. WRC, ja. Na, aber St. Pölten dachte ich mir, wenn sie in der Nähe sind und eben mein Schwarz Herzen vor allem der Bundesliga. Also wenn es nach dem geht, nehme ich die Austria. Von in der Nähe. Ja. Obwohl, bei denen ist wurscht eigentlich, die kannst du eh nicht, die sind eben einmal. Stimmt. Ja, du kannst eh auch St. Pölten nehmen, weißt du. Wenn ich das schon mal hab, hast du es eigentlich, dass du nicht nehmen darfst. Gut, dann wird zumindest auch am Vergleich, wenn lasst wen spielen, bei wem. Gut, und auch wer von den Transfers her ist ja dann auch anders. Ja. Da wäre es dann interessant, auch so Punktestatistik im ersten Jahr. Als Punkte, Tore und so weiter. Ah ja. Boah. Was denn? Fast ein Wackelzug. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, das erste Absatz. Really, dude. Quadrago. Bringmann.
Doppelwechsel jetzt hier in San Milano, Zanzibar. Zanzibar. Oh, ganz schöner Pass. Oh, ganz schöner Pass. Abschluss. Na du, ich fang irische Liga an, weil tiefer kann man eh nicht mehr sinken. Vielleicht rumänischer, weiß der jetzt nicht. Ah ja, genau. Gibt's ja jetzt. Oh, Schönhofbauer. Oh, Zucker. Das war kein Absatz. Zucker. Kein Absatz. 2-0, Cotrago. Alter, jetzt kannst du besser schießen. Dachte, das war im Abseits. Hofbauer, super abgefangen den Ball. Dann ein bisschen Ballglück. Aber dass das kein Abseits war, das möchte ich mir wirklich anschauen. So, yes, man gewinnt hier 2-1. Wie das zustande gekommen ist, sehen wir jetzt in der Zusammenfassung. Hier einmal Armstrong räumt hier den einen Spieler weg, war meiner Meinung nach nicht gelb. Aber Schiri sagt ja, Schiri hatte immer recht. Bei mir 13. Minute. Huang Bowens, super Kracher, Alter. Er spielt nicht mehr sehr oft, weil es auch mit der Fitness ein bisschen nicht so leiern ist mehr. Aber wenn er spielt, dann geht er ab. Dann ist er präsenter als zum Beispiel De Rossi, muss ich ehrlich sagen. De Rossi ist schon ein bisschen langsam geworden. Auch hier für das schnelle Spiel von Lincoln City. War den aber geholt, weil er 20.000 weniger mehr Gehalt verlangt als Schweinsteiger. Ja, und hier sehen wir, West Ham tut sich schwer mit Tore schießen. Der geht weit am Tor vorbei. Aber jetzt 66. Minute. Der Querpass zu Wood. Der köpfelt ein zum 1:1 Unentschieden. Und jetzt hier der Zuckerpass von dem deutschen Eigenbauspieler zu Skov. Der zum 2:1 Endstand einköpfelt. Sehen wir da jetzt noch was? Ja. 88. Minute nochmal Skov. Der geht aber vorbei. Ja, hier geht es 2:1. Aus. Entschuldigung, nicht West Ham. FC Burnley. Fail. Gegen FC Burnley hat man gespielt. Du kannst schon was sagen, wenn du willst. Du brauchst nicht ganz stumm sein, gell? Ja. Ja. Ich bin mir ganz konzentriert. Okay. Ja, wie auch immer. Das Spiel ist beendet. Wie es im nächsten weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao und Baba.